Es ist leicht, sich von der festlichen Aufregung mitreißen zu lassen und deinem Hund am Weihnachtstag ein bisschen Füllung oder einen Happen von einem Hackfleischbraten zu gönnen. Aber widerstehe diesem Welpenblick um jeden Preis. Zu einem verantwortungsvollen Hundehalter gehört auch, dass er weiß, was er seinem Hund nicht füttern darf. Bestimmte Lebensmittel können zu Krankheiten, Krampfanfällen oder sogar zum Tod führen. Deshalb ist es immer am besten, keine Leckerbissen von deinem Teller zu teilen, wenn du nicht genau weißt, ob sie sicher sind. Wir verraten dir in diesem Video die verbotenen Lebensmittel, die nicht nur die Taille deines Hundes vergrößern können. Nummer 1. Alliumpflanzen. Zwiebeln, Knoblauch, Lauch, Schalotten und Schnittlauch gehören zur Familie der Alliumpflanzen, die für Hunde giftig sind. Sie können Übelkeit verursachen und, was noch schlimmer ist, die roten Blutkörperchen schädigen, was zu Blutarmut führen kann. Nummer 2. Macadamianüsse. Macadamianüsse sollten gut vor neugierigen Pfoten geschützt aufbewahrt werden. Sie können Lethargie, erhöhte Körpertemperatur, Zittern, Lahmheit und Steifheit verursachen. Nummer 3. Schokolade. Schokolade enthält Theobromin, eine Chemikalie, die für Hunde giftig ist und zu Unruhe, Zittern und Herzproblemen führen kann. Je dunkler die Schokolade ist, desto höher ist der Theobromingehalt. Weiße Schokolade enthält nicht so viel Theobromin, dass sie giftig ist, aber dein Hund wird sich trotzdem krank fühlen, wenn er diese verzehrt. Nummer 4. Hackfleischpasteten und Weihnachtspudding. Diese Lebensmittel enthalten Weintrauben und Trockenfrüchte wie Johannisbeeren, Sultanin und Rosinen, die für Hunde hochgiftig sind. Schon kleine Mengen können zu schwerem Nierenversagen führen. Nummer 5. Xylit. Der künstliche Süßstoff Xylit kann die Freisetzung von Insulin auslösen, was zu niedrigem Blutzucker und manchmal zu Leberschäden führen kann. Xylit ist in vielen Dingen enthalten, darunter Süßigkeiten, Backwaren und Erdnussbutter. Überprüfe immer die Zutatenliste, bevor du deinem Hund damit eine Freude machen möchtest. Und Nummer 6. Essensreste. Manche Hunde erschnüffeln ein bisschen Käse schon vom Weiten, deshalb solltest du deine Essensreste außer Reichweite aufbewahren. Schimmelpilze, die in Lebensmitteln wie Joghurt, Brot und Käse wachsen, können Giftstoffe produzieren, die bei Hunden zu Krämpfen führen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.